herzlich willkommen zum definitiv letzten Teil von Kapitel 4 zu meinen Grundlagen der Funktionalanalysis. Und wir hatten beim letzten Mal ja aufgehört mit dem Beweis dieser beiden etwas technischen Lemmata, die wir im Wesentlichen aus dem Beweis des Satzes von Asira Asculi rausgezogen haben. Und bevor wir jetzt aber den Satz wirklich mal formulieren und dann auch recht kurz und übersichtlich beweisen, wollen wir uns noch einen kurzen Begriff rausholen oder definieren, der halt den Beweis sehr angenehm macht. Und das ist der Begriff des separablen metrischen Raums. Und separabel ist in dem Sinne dann ein topologischer Begriff, da gibt es halt in der Topologie mehr zu. Aber für unsere Zwecke reicht die Definition. Die werden wir jetzt mal eben geben. Und zwar ist das die Definition 4.20. Ein metrischer Raum M heißt separabel. Separabel. Plöpp. Falls es eine abzählbare dichte Teilmenge gibt. Das ist jetzt erstmal eine Definition, die nicht furchtbar pragmatisch oder nicht furchtbar praktisch klingt. Und ist es auch im Moment erstmal überhaupt nicht, in M gibt. Das sollte ich vielleicht auch hier nochmal ergänzen. Also im Skript. Wir wollen das aber jetzt sofort mit zwei Beispielen unterfüttern, wobei wir das eine Beispiel davon auch wirklich gleich noch im Beweis brauchen werden. Und zwar zunächst mal ein relativ klares Beispiel, nämlich dass der R hoch n separabel ist. Denn der R hoch n enthält immer den Q hoch n. Q hoch n ist immer abzählbar, weil Q selber abzählbar ist. Dann kann ich auch Bijektionen auf Q hoch n basteln, das ist nur ein bisschen komplizierter. Und Q hoch n liegt immer dicht in R hoch n. Das heißt, Q hoch n ist abzählbare dichte Teilmenge von R hoch n. Und dementsprechend ist R hoch n ein separabler Raum. Das ist vielleicht so das erste, als erstes Einstiegsbeispiel ganz gut. Und bei B werden wir jetzt schon eine größere Klasse von Beispielen kennenlernen. Und zwar sind präkompakte metrische Räume auch separabel. So, das ist jetzt keine Aussage, die so direkt offensichtlich ist, sondern da müssen wir halt einmal reingucken, warum das denn so ist. Also denn zu Epsilon gleich 1 durch J. 1 durch J insbesondere deshalb, weil wir das jetzt quasi als abzählbare Folge, also als Folge insbesondere haben wollen, gibt es jetzt ja, weil es präkompakt ist, ein endliches 1 durch J-Netz. Dieses 1 durch J-Netz liegt dann halt auch komplett in M, weil wir halt einen präkompakten metrischen Raum haben. Das Ding heißt M. Und dann nimmt man einfach A als Vereinigung von J gleich 1 bis unendlich, also aus J den natürlichen Zahlen, über diese AJ. Das ist dann sicherlich abzählbar. Ja, und weil es kompakt, also präkompakt ist, ist das auch insbesondere dicht. Abzählbare dichte Teilmenge in M. Das heißt, man kann über diese Epsilon-Netze, über der Nullfolge 1 durch J, immer sofort so eine Separabilität von präkompakten metrischen Räumen zeigen. Das ist tatsächlich nicht so tragisch. Und mit diesem Beispiel, da kommen wir jetzt auch zum krönenden Höhepunkt dieses Kapitels, das ja wirklich zugegebenermaßen echt spröde ist an einigen Stellen. Aber ich sag mal so, ich finde dieses Theorem 422, also der Asira Asculi, der entschädigt doch für diese etwas strapaziöse Reise, um das mal ganz blumig auszudrücken. Also Satz von Asira Asculi. Jo. Wir nehmen uns vor, K einen kompakten metrischen Raum. Kompakter metrischer Raum. Und wir wollen eine Funktionenmenge haben in den stetigen Abbildungen von K.
auf den Körper K, also entweder nach R oder nach C. So, und dann haben wir folgende zwei Aussagen. Dann gelten. A. Diese Menge H ist präkompakt. Genau dann, wenn H beschränkt und gleichstetig ist. Ja, und das ist, wie wir ja gesehen haben, tatsächlich eine ganz vernünftig handhabbare Charakterisierung für Präkompaktheit. Das ist zumindest wesentlich handhabbarer als dieses für jedes Epsilon existiert ein endliches Epsilon-Netz. B. Dieses H ist kompakt. Genau dann, wenn das H beschränkt, abgeschlossen und gleichstetig ist. Das heißt, hier in diesem Teil B finden wir den Satz von Heine Borel wieder. Nämlich H ist kompakt, genau dann, wenn H beschränkt und abgeschlossen, für endlich dimensional und beziehungsweise für R hoch N. Da wir jetzt aber hier einen allgemeinen metrischen Raum haben, dessen Dimension nicht mehr unbedingt endlich sein muss, müssen wir zusätzlich noch fordern, dass Gleichstetigkeit gilt. Ja, und den müssen wir jetzt noch beweisen. Das ist aber nach den Vorarbeiten, die wir geleistet haben, nicht mehr besonders dramatisch. Also. Wir fangen mit Teil A an, natürlich. Und das müssen wir in zwei Richtungen machen. Wir fangen mal an mit der Richtung von präkompakt zu beschränkt und gleichstetig. Also so eine Menge H ist präkompakt. Das heißt, es existiert endliches Epsilon-Netz für alle Epsilon größer 0. Ja, und das heißt, ich kann mit diesem Epsilon-Netz das H überdecken. Und da diese Epsilon-Bälle alle offen sind, also aus der offenen Überdeckung, ist H dadurch natürlich sofort beschränkt durch die Vereinigung dieser Epsilon-Netze. Beziehungsweise durch die Vereinigung dieser Epsilon-Bälle in dem jeweiligen Epsilon-Netz. Das heißt, H ist beschränkt. Das ergibt sich sofort aus der Existenz dieses Netzes. Ja, und die Gleichstetigkeit. Das folgt aus Satz 4,16. Ich hoffe, dass das jetzt tatsächlich Satz 4,16 ist. Ich schaue mal kurz nach. Ne, es ist Satz 4,17. Was sagte Satz 4,17 aus? Satz 4,17 sagte aus, wenn wir einen kompakten metrischen Raum haben und eine präkompakte Teilmenge, dann ist diese Teilmenge gleichstetig. Das heißt, hier folgt dann sofort der Teil raus. Das heißt, das ist quasi die Richtung von präkompakt hin zu beschränkt und gleichstetig. Jetzt müssen wir eben nur noch argumentieren, dass wenn wir eben so eine beschränkte, gleichstetige Menge von Funktionen haben oder von Abbildungen haben, dann ist das bitte auch sofort präkompakt. Und dafür brauchen wir jetzt diese Separabilität, weil K haben wir ja vorausgesetzt in unserer Generalvoraussetzung als kompakten metrischen Raum. Und wir haben ja gerade gezeigt, beziehungsweise gerade argumentiert in Beispiel 4,20, dass K somit ein separabler Raum ist. Also nach 4,20b ist K separabel. So. Denn wir wissen insbesondere aus 4.10a, dass aus Kompaktheit Präkompaktheit folgt. Das heißt, dieser Raum ist separabel. Das heißt, wir finden da drin eine abzählbar dichte Teilmenge. Also es existiert ein A aus K, sodass A abzählbar. Ja, und die Teil- oder diese Dichtheit, die können wir natürlich topologisch schreiben als Abschluss von K. Der Abschluss von A ist K selber. Und jetzt wählen wir uns einfach mal eine Folge in H aus. Also sei nun Fn Folge in dieser Menge H, von der wir jetzt zeigen wollen, dass die gleichstetig ist. Jetzt können wir voraussetzen in dieser Rückrichtung, dass H beschränkt ist. So, was bringt uns H beschränkt? Das bringt uns zumindest mal nach 4.17. Das ist jetzt aber auch nicht 4.17 wahrscheinlich, sondern das ist das Lemma 4.18. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Da bitte ich um Entschuldigung, da habe ich mich nämlich beim Nummerieren vertan. 4.18 war das Lemma über die abzählbare Menge, punktweise beschränkt. Jetzt ist H insgesamt beschränkt als Menge von Funktionen. Das heißt, jedes Einzelne ist beschränkt. Das heißt, jedes Einzelne ist punktweise beschränkt auf der gesamten Menge, also auch auf dieser abzählbar dichten Menge, die ja aufgrund der Separabilität des Raumes existiert. Das heißt, nach 4.18 haben wir dann sofort H besitzt eine Teilfolge.
Nee, nicht H. Fn. Das ist eine Teilfolge. Teilfolge. Die, ja, wo konvergiert die? Auf A punktweise. Also auf dieser abzählbaren Menge. Da haben wir noch nichts über die Dichtheit benutzt. Konvergiert. So, und jetzt bringen wir die Gleichstetigkeit von H ins Spiel, weil das ist ja die zweite Voraussetzung. Wir haben jetzt benutzt, dass H beschränkt ist. Jetzt müssen wir nur benutzen, dass H gleichstetig ist. Das ist sozusagen die zweite Voraussetzung und das impliziert dann mit Lemma 4.19, also mit dem zweiten technischen Lemma, dass auf dieser Menge hier, die wir haben, auf dieser punktweise dichten Menge, auch die Konvergenz gleichmäßig konvergiert. Also diese Teilfolge Lemma 4.19, das war genauer gesagt, dass die Konvergenz gleichmäßig ist auf präkompakten Teilmengen. Das heißt, diese Teilfolge konvergiert gleichmäßig. Und daraus folgt dann eben, dass das H präkompakt sein muss, weil es konvergiert halt nur gleichmäßig auf präkompakten Teilmengen. Da es aber hier insbesondere durch die Gleichstetigkeit auf H gleichmäßig konvergiert, folgt hieraus dann halt, dass das H selber eine präkompakte Menge ist. Das wäre Teil A. Damit haben wir die Charakterisierung von Präkompaktheit aus dem Asela-Ascoli. Jetzt müssen wir das Ganze noch hier für die Kompaktheit rausziehen. Das können wir jetzt aber tatsächlich relativ schnell machen mit den Vorbereitungen, die wir jetzt hier schon haben. Also was wir wissen ist, der Raum der stetigen Abbildung auf diesem kompakten metrischen Raum ist vollständig. Und dann haben wir nach 4.8 folgt, dass Kompaktheit und Präkompaktheit Ne, 4.9, Entschuldigung, nicht 4.8. Ich gucke es aber sicherheitshalber auch nochmal nach. Ja, 4.9. 4.9, Kompaktheit und Präkompaktheit. Nicht und, sondern zu. Kompaktheit zu Präkompaktheit und Vollständigkeit. Äquivalent. Denn dieses 4.8... Das war gerade der Satz, der gesagt hat, wenn wir einen metrischen Raum haben, der kompakt ist, dann ist der präkompakt und vollständig. Und wenn wir einen metrischen Raum haben, der präkompakt und vollständig ist, ist er kompakt. Das hatten wir da bewiesen. Das haben wir jetzt hier stehen. Wir haben jetzt hier stehen, C von K ist vollständig. Dann haben wir eine kompakte, dann haben wir ja präkompakt quasi schon hierdurch abgedeckelt. Weil das folgt ja jetzt aus Teil A. Weil da haben wir ja Beschränkung gleichstetig schon drin. Ja, und die Abgeschlossenheit folgt dann entweder aus der Kompaktheit oder wenn es abgeschlossen ist, folgt daraus dann die Kompaktheit durch diese Äquivalenz aus 4.9. Das heißt, daraus folgt die Behauptung aus Teil A. Das muss man sich im Extremfall halt nochmal selber zusammenstöpseln, aber da ist jetzt tatsächlich kein Trick mehr hinter. Ja, und das ist der Satz von Asela-Ascoli. So, und ein schön ausgemaltes Beweiskästchen. Das war jetzt quasi das Highlight dieses Kapitels. Und was liefert uns das jetzt fürs Folgende oder für die folgenden Kapitel? Wir haben halt eine präzise Charakterisierung für präkompakte Funktionenmengen im Raum der stetigen Abbildung. Und auch insbesondere eine präzise Charakterisierung für kompakte Teilmengen. Ja, und das werden wir im Folgenden immer mal wieder benutzen können. Wir werden jetzt dieses Video tatsächlich noch abrunden, indem wir diesen separablen den Begriff des separablen metrischen Raums noch in so einen kleinen Kontext setzen und noch einen kleinen Satz dazu beweisen.
der im Folgenden vielleicht mal sinnvoll sein würde. Ich weiß es jetzt nicht, man kann es jetzt damit auf jeden Fall beweisen. Es ist nicht direkt eine Anwendung des Satzes von Arcedo Ascoli, den werden wir immer mal wieder diskutieren können. Aber es ist, finde ich, noch eine schöne Abrundung. Und wer jetzt quasi nicht mehr was wissen möchte zu separablen Teilmengen oder zu separablen metrischen Räumen, der kann jetzt an dieser Stelle schon abschalten und wird erstmal nichts Wesentliches verpassen. Es ist aber natürlich auch wie immer nicht schlimm, einfach zu Ende zu gucken und dann sich selber ein Urteil zu bilden, ob man das nochmal braucht oder nicht. Ich kann jetzt, wie gesagt, noch nicht versprechen, dass wir es nochmal brauchen, aber wir können es auf jeden Fall erstmal beweisen und dann werden wir es auch erstmal tun. Und der Satz selber, der ist halt wirklich simpel formuliert. Wir nehmen uns M als separablen metrischen Raum und N Teilmenge M und dann folgt hieraus, dass N sofort auch separabel ist. Das ist im Wesentlichen die Aussage von Satz 4.23. Ja, und das beweisen wir jetzt noch kurz. Das ist nach den Vorüberlegungen auch nicht der komplizierteste Beweis. Man muss sich das nur halt sauber überlegen, was wir hier tun. Und der läuft auch wieder im Wesentlichen in zwei Schritten ab. Und zwar der erste Schritt macht Folgendes. Wir nehmen uns mal A Teilmenge M als diese abzählbar dichte Menge vor, die es ja gibt, weil der Raum M als separabel vorausgesetzt wurde. Und nun betrachten wir folgendes Mengensystem. U1, das soll sein, alle Mengen der Form UR von A. Und zwar für A aus dieser abzählbar dichten Teilmenge. Und 0 kleiner r soll rational sein. Das heißt, wir betrachten hier quasi das System über alle Umgebungen mit rationalen Radien. Warum wir das tun, wird gleich klar. Und diese UR von A sind offen. Das ist vielleicht schon mal wichtig. Das heißt, das hier ist ein System offener Mengen. Und jetzt betrachten wir ein Teilsystem davon, das nennen wir U2. Das sollen gerade all jene UR von A aus U1 sein, für die gilt, dass UR von A geschnitten mit der Teilmenge n leer ist. So, das müssen wir uns jetzt mal einmal visualisieren, weil sonst kann man hier überhaupt nichts sehen. Also wir nehmen uns jetzt hier irgendwie unseren metrischen Raum M, der irgendeine Form haben kann. Und da drin nehmen wir uns so eine Teilmenge n. Die sind jetzt auch nur zufällig ähnlich. So, und jetzt haben wir hier quasi in U1 zu jeder dichten, also zu jedem Punkt aus dieser dichten Teilmenge alle Umgebungen mit rationalen Radien da drin. Also zum Beispiel die hier oder auch eine etwas größere. Also das hier wäre jetzt quasi aus U1. Das hier, das wäre auch in U1. Genau. Auch wenn die Umgebung da um den zweiten Kringel ein wenig komisch aussieht, weil einfach nicht mehr schön umgebungsgetreu. Aber Kreise zeichnen ist immer so ein bisschen schwierig. Ich sehe nämlich auch gerade, dass U2 ist falsch definiert, so wie es da steht. Das muss sein, dass hier hinten nicht die leere Menge rauskommt. So, weil sonst wären die ja alle hier auch in N2. Die Linie möchte ich trotzdem noch mal ein bisschen ordentlicher haben. So, da kann ich mit leben. So, und jetzt nehmen wir uns mal eine, die in U2 ist, weil das ist nämlich wirklich ein Teilsystem, weil die hier sind nicht in U2, weil die haben einen leeren Schnitt zum n. Und jetzt nehmen wir uns mal eine, die das nicht hat. Wir nehmen uns also zum Beispiel mal diese Umgebung hier. Das Ding. Das Ding, das wäre aus U2, weil hier haben wir eben den nicht leeren Schnitt, weil hier kann ich ja den Schnitt dieser Umgebung mit der Teilmenge n wirklich mal einfärben. Das haben wir nämlich hier. Das heißt, hier habe ich so kleine Bs, die halt da drauf liegen. Und insbesondere kann ich natürlich hier auch wieder Umgebungen drin nehmen, die auch wieder auf U2 liegen und so weiter und so fort. Solange die halt rationale Radien haben. Rationale Radien nur deshalb, weil die rationalen Zahlen schön abzählbar sind und darauf wollen wir ja irgendwie hinarbeiten. Das ist also die geometrische Situation dieser Systeme U1 und U2. Und dadurch, dass wir eben rationale Radien haben, folgt aus dieser Definition sofort, dass U1 und U2 selber abzählbar sind. Das schreiben wir hier nochmal auf. Und das heißt insbesondere, wir können jetzt für jede Kugel, die in U2 liegt, also für jede
Kugel UR von A in U2, wählt man jetzt sich ein B aus. Das B, ich mache mal die neue Zeile, sonst wird das ein bisschen gequetscht, wählt man ein B aus UR von A geschnitten N. Und dann erhält man dadurch insgesamt eine Menge, die wieder abzählbar ist, nämlich die Menge B Teilmenge N mit B gleich alle solche B wie oben. Ich mache das jetzt mal so ganz informell, weil das kann man sich jetzt natürlich schön formal hinschreiben und da sieht man nichts mehr. B wie oben und die ist abzählbar. Und diese Bs das sind quasi diese kleinen Dinger hier und beziehungsweise hier dieser Punkt auf dieser Umgebung in U2, das wäre ein solches B. Weil wir nehmen uns jetzt quasi für dieses spezielle Element aus U2, nehmen wir das B aus dem Schnitt, also auf der grünen Linie. Da kann man jetzt natürlich die Umgebung drinlegen, ist immer noch in U2, das ist jetzt aber für diesen Zweck egal. Aber das heißt insbesondere, dass die Menge aller dieser Bs, die hier im Schnitt mit U2 liegen, eine abzählbare Menge liegen. Das liegt einfach daran, dass U2 nur rationale Radien zulässt. Das heißt, hier sind nicht alle Mengen oder nicht alle Glieder quasi erwischt. Das heißt, das Ding hat anschaulich gesehen ein paar Löcher. Und deshalb bleibt B als Menge dieser Schnittpunkte hier quasi abzählbar. Das wäre der erste Schritt. Jetzt kommt Schritt 2. Da müssen wir den Beweis noch irgendwie zu Ende führen, weil was wollen wir eigentlich zeigen? Wir wollen zeigen, dass in N auch so eine abzählbar dichte Menge liegt. Das heißt, wir haben jetzt im Wesentlichen eine Menge B in N gefunden, die schon mal abzählbar ist. Was also noch zu zeigen ist, ist, dass B dicht liegt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal T aus N und Epsilon größer 0. Jetzt nehmen wir uns einen A aus A, also aus der sowieso schon dichten Teilmenge in dem separablen Raum. Und für die soll gelten, dass die Distanz von diesem T in N zu dem A eben kleiner ist als Epsilon Drittel. Das geht, weil das A dicht liegt. Und zudem soll Folgendes gelten. Wir wollen weiterhin, dass unser Radius aus Q bleibt. Und der soll jetzt bezüglich dieses Epsilon Drittels Folgendes erfüllen. Es soll sich zwischen Epsilon Drittel und Epsilon halbe einschachteln sozusagen. Auch das können wir im Wesentlichen machen, weil hier zwischen gibt es ja genügend rationale Zahlen, das heißt, das ist kein Widerspruch. Und insbesondere liegt dieses A so dicht, dass man halt das kleiner machen kann, dann findet man auf jeden Fall immer einen Bereich, sodass man diesen rationalen Radius, der dazugehört, eben zwischen diese beiden Zahlen reinschachteln kann. Was jetzt natürlich sofort folgt durch diese Eigenschaft hier ist, T liegt in der Umgebung mit Radius R um dieses A herum. Das folgt sofort. Ja, und das ist aber gerade die Kennzeichnung dafür, dass dieses UR von A ein Element dieses Funktion oder dieses Umgebungssystems U2 war. Das ist sozusagen die direkte Folgerung. Und jetzt benutzen wir das, was wir oben konstruiert haben, nämlich es existiert so ein B aus dieser Menge B, und zwar im Schnitt mit diesem UR von A. Das heißt, irgendwie schneidet dieses UR von A die Menge B. Das heißt, da existiert ein Schnitt zwischen. Wir können uns das mal versuchen hier zu veranschaulichen. Wir nehmen uns also ein A. Also zunächst mal wählen wir uns ja hier oben, machen wir das ganz reihenfolgsgemäß, wir wählen uns hier das T aus dieser Menge N. Dann wählen wir dazu das A, sodass der Abstand kleiner ist als Epsilon Drittel. Das können wir mal irgendwie machen. Das sei jetzt mal hier. Dann nehmen wir von diesem A die UR von A-Umgebung, die ist aber mindestens so klein wie Epsilon halbe. Das heißt, wenn das hier jetzt Epsilon Drittel ist, dann ist das ein bisschen größer als das hier. Ja, das heißt, wir ziehen hier den Kreis drum. Jetzt muss ich das nochmal ganz kurz selber auf Kette kriegen, weil die Zeichnung habe ich gerade nicht vorbereitet, deswegen muss ich hier gerade ein bisschen improvisieren. Also hier zwischen, da haben wir jetzt Epsilon Drittel, das heißt, wenn ich jetzt hier um A die Epsilon halbe Umgebung lege, dann ist die natürlich ein bisschen größer. Das Ganze einmal kurz in den Kreis glätten, das heißt, so sieht das Ding ungefähr aus. Das ist jetzt hier Epsilon halbe. So, und jetzt sieht man natürlich sofort die Aussage, die dahinter steckt. Es existiert ein B aus B. B war diese Schnittpunktsmenge mit N und diesem UR von A. Das heißt, das B, das haben wir ja gerade schon hier hinten grün gehabt, das ist jetzt hier
Das wird man jetzt vielleicht im Video nicht mehr ganz so gut auseinanderhalten können. Also hier liegen die ganzen Bs. Und da schneidet natürlich diese türkise Menge diese grüne Menge. Das heißt, hier existieren Schnittpunkte und das ist gerade die Aussage, die dahinter steckt. Und dieses Epsilon halbe stellt halt im Wesentlichen sicher, dass man hier so einen rationalen Radius wählen kann, damit man auch wirklich nicht hier auf aus Versehen ein Loch trifft. Das ist dahinter steckend. Und das heißt, wir können jetzt Folgendes machen. Wir können d, die Distanz von t zu diesem b, also anschaulich gesehen, die Distanz von hier, entweder hierhin oder hierhin, das können wir abschätzen, dreiecksungleichungsmäßig, durch die Distanz von t zu a plus die Distanz von a zu b. Auch das kann man sich ganz leicht hinzeichnen. Was haben wir? Also wir haben hier die Distanz von t zu a. Das ist das hier, das ist Epsilon Drittel maximal. Und dann von A nach B, das ist so eine Art Dreiecksungleichung auf diesem kleinen Dreieck hier oder hier. Das ist halt wurscht. Auf jeden Fall beides mal die Dreiecksungleichung. Ja, und das hier ist kleiner als Epsilon Drittel. So haben wir es gesetzt. Und das hier ist erstmal kleiner als R. Jetzt haben wir aber an R die Einschränkung gefordert, dass es kleiner ist als Epsilon Halbe. Und das heißt, hier stehen 5 Epsilon Sechstel und das ist wiederum kleiner als Epsilon. Ja, und damit folgt aus dieser topologischen Eigenschaft, dass B dicht in N liegt. Ja, und das heißt, zusammenfassend, es existiert eine abzählbare und dichte Teilmenge in N, nämlich gerade das konstruierte B. Ja, und daraus folgt sofort die Aussage, weil das ist die Definition von N ist separabel. Und damit haben wir auch diesen letzten Anschlusssatz quasi noch bewiesen, der sich jetzt an den Satz von Asela Ascoli angeschlossen hat, weil einfach die Aussage, finde ich, hübsch ist. Der Beweis ist eigentlich auch recht durchsichtig, wenn man sich da eine schöne Skizze zumalt. Ja, und dann ist es im Wesentlichen, finde ich, für meinen Geschmack schön rund. Ja, das war Kapitel 4. Und wir haben tatsächlich nicht mehr viel Folie über. Ich hätte natürlich jetzt noch beliebig viel, aber das ist mal ein guter Cut sozusagen. Und wir gucken noch einmal zum Abschluss wirklich nochmal auf das Highlight, nämlich auf den Satz von Asela Ascoli. Und das sollte man wirklich aus diesem Video mitnehmen. Das ist tatsächlich einfach wirklich die wichtige, ja, sozusagen wirklich die wichtige Aussage, die hier rauskommen sollte. Das ganze Thema um die kompakten Mengen ist tatsächlich nicht unbedingt das spannendste Thema, das weiß ich selber, das geht mir auch genauso, aber es ist nichtsdestotrotz wichtig und ich finde, es ist auch irgendwie elementar. Das heißt, man sollte das mal irgendwann gesehen haben und deshalb ist das hier vielleicht gar nicht so schlecht, die Videos einfach mal so ein bisschen in die Länge zu ziehen, aber dafür wirklich ein bisschen tiefer reinzugehen, anstatt alles nur an der Oberfläche abzuhandeln. Gut, ich möchte es jetzt auch gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich finde, es war ein schöner Abschluss für dieses Kapitel und ich fand das Highlight durchaus wirklich auch sehenswert. Jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und mache mal wieder einen Ausblick. Und zwar auf Basis dessen, wie ich das heute organisiert habe. Und zwar werden wir uns jetzt wirklich gemäß der Textvorlage, nach der ich mich hangel, beschäftigen tatsächlich mit linearen Operatoren. Das heißt, jetzt kommt tatsächlich mal etwas, was wirklich klassisch für die Funktionalanalyse ist. Und das heißt, das nächste Kapitel wird sich mit linearen Operatoren beschäftigen. Das ist vom Abstraktheitsgrad her, finde ich, wieder wesentlich schöner, weil wesentlich anschaulicher und wesentlich greifbarer. Aber nichtsdestotrotz werden auch da so ein paar Spitzen in Anführungsstrichen drin sein, die wir halt auch beweisen müssen und wo es halt auch teilweise ein bisschen langweiliger wird. Das sind aber so kleinere Durststrecken, weil wenn man die schönen Sätze haben möchte, muss man sich halt auch irgendwann mal durch den anfänglichen Morast graben, sage ich mal. Also nächstes Mal lineare Operatoren und Funktionale. Dann bekommt nämlich auch der Name Funktionalanalysis mal einen Sinn. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch so ein bisschen. Ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr die Videos weiterhin hilfreich fandet und dass sie einigermaßen gut rüberkommen. Falls Fehler drin sind, bitte in die Kommentare schreiben, weil es bringt nichts, wenn Fehler in diesem Video drin bleiben. Ich versuche das dann immer in den Kommentaren zu glätten, soweit es denn geht. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage einfach bis zum nächsten Mal und insbesondere bis zum nächsten Funktionalanalysis-Video und damit Tschüss.